Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute müssen wir fest und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus stand heute im Mittelpunkt des ersten Staatsbesuchs von Russlands Präsident Putin in Deutschland. Nach einem Treffen mit Putin rief Bundeskanzler Schröder dazu auf, den Terror in einer weltweiten Koalition zu bekämpfen. Höhepunkt des Besuchs war eine Rede Putins vor dem Bundestag, in der er Moskaus Bereitschaft zur Mitarbeit in einer solchen Allianz der Staaten bekundete. Wladimir Putin in der Neuen Wache. Er legt einen Kranz am Ehrenmal für die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft nieder. Ein Bild, das heute einen eher nachdenklichen russischen Präsidenten zeigt. Sein zweiter Besuch war geprägt von der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus. Das Böse müsse bestraft werden, sagte Putin auf Deutsch im Bundestag. Hier stimme er mit dem US-Präsidenten überein. Mit Nachdruck beklagte er aber, dass Moskau bei wichtigen Entscheidungen noch immer übergangen werde. Gebraucht werde ein globales Sicherheitssystem, das Russland mit einschließe. Die Menschen fragten sich, wie es zu diesem Terror kommen konnte. Ich finde, dass wir alle daran schuldig sind. Vor allem wir, die Politiker, denen einfache Bürger unseren Staaten ihre Sicherheit anvertraut haben. Und geschieht es vor allem darum, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, die Veränderungen zu erkennen, die in der Welt die letzten 10 Jahre geschehen sind. Wir leben weiterhin im alten Wertesystem. Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Langer Beifall für Putin, der zuvor Russlands harten Kampf gegen den Terrorismus in Tschetschenien verteidigt hatte. Religiöse Fanatiker hätten dort das Volk als Geiseln genommen. Übereinstimmung im Kanzleramt über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Abwehr des Terrors. Überraschend kündigte Schröder ein Umdenken an. Die bisher äußerst kritische Haltung gegenüber russischen Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien werde überprüft. Ich habe gemeint, dass es in Bezug auf Tschetschenien zu einer differenzierteren Bewertung der Völkergemeinschaft kommen muss und sicher auch kommen wird. Schulterschluss mit Putin und zugleich eine neue Warnung. Nicht nur die Terroristen, so der Kanzler, sondern auch die Staaten, die sie durch Ausbildung oder Schutz unterstützten, müssten international zur Rechenschaft gezogen werden. Vor Putin hatte der ägyptische Präsident Mubarak Bundeskanzler Schröder die Unterstützung Kairos im Kampf gegen den Terrorismus zugesichert. Beide Politiker werteten eine Lösung des Nahostkonflikts als entscheidend für die politische Stabilität auf der Welt. Das Treffen war auf seinen Wunsch zustande gekommen und Ägyptens Präsident Mubarak hatte ein ganz konkretes Anliegen mit nach Berlin gebracht. Gerhard Schröder soll nach seinen Möglichkeiten helfen, den Nahostfriedensprozess wieder in Gang zu bringen, denn, so Mubarak, der ungelöste Nahostkonflikt sei der Nährboden für weiteren Terrorismus. Wir unterstützen die USA im Kampf gegen den Terror. Wir waren selbst oft genug Opfer des Terror. Aber wir brauchen auch eine Lösung des Palästina-Konflikts mit Hilfe der USA. Sonst wird eine neue Generation des Terrorismus erwachsen. Der Kanzler betonte, es gelte eine weltweite Koalition gegen den Terrorismus zu schmieden. Ägypten käme dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Kampf gegen den Terror sei kein Kampf gegen den Islam, so Schröder, und er forderte ebenfalls zum Handeln im Nahostkonflikt auf. Wir sind uns einig, dass das Gespräch zwischen Präsident Arafat und Außenminister Peres unbedingt stattfinden muss, weil es nur auf diese Weise gelingen kann, dieses Schlüsselproblem einer Lösung näher zu bringen. Präsident Mubarak hat im Gespräch mit dem Kanzler noch einmal klare Beweise aus den USA vor einem Militärschlag gefordert. Ein verständliches Ansinnen, denn einen ungerechtfertigten US-Angriff würden die Islamisten am Nil kaum friedlich hinnehmen. Palästinenserpräsident Arafat und Israels Außenminister Peres haben heute einen neuen Termin für ein Treffen vereinbart. Geplant ist, dass sie morgen auf dem palästinensischen Flughafen im Süden des Gazastreifens zusammenkommen. Vorherige Termine waren wegen der andauernden Gewalt immer wieder verschoben worden, zuletzt am vergangenen Sonntag.
Die Führung in Iran bewertet den internationalen Terrorismus als eine große Bedrohung für die Menschheit. Mit diesen Worten verurteilte heute Außenminister Kharazi die Terroranschläge in den USA. Bei einem Treffen mit seinem britischen Kollegen Straw warnte er aber vor einem übereilten oder vorschnellen Vergeltungsschlag. Die USA sollten ihre Aktionen mit den Islamischen Staaten abstimmen. Straw ist der erste britische Außenminister, der nach der Islamischen Revolution 1979 in Iran Gespräche in Teheran führt. Noch gestern hat die iranische Hisbollah gegen den Besuch des britischen Außenministers protestiert. Jack Straw erklärte auch gleich, er komme nicht als Botschafter der USA. Die politische Lage ist kompliziert. Mit dem bevorstehenden Militärschlag der Amerikaner gegen Afghanistan werden die politischen Karten in der gesamten Region neu gemischt. Und der Iran will dabei nicht übergangen werden. Andererseits kann Teheran nicht einfach auf den fahrenden Militärzug der Amerikaner aufspringen. Es ist Kriegswoche im Iran. Gedenken an den irakisch-iranischen Krieg. Gedenken auch an die Unterstützung Amerikas für Saddam damals. Und jetzt, die Meinungen gehen weit auseinander. Auch unsere Regierung, alle sollten am Kampf gegen den Terrorismus teilnehmen. Die wollen, dass wir uns einmischen. Diese ganze Geschichte geht ja darum, dass Iran damit mitgezogen wird. Wir sollten uns da raushalten, da weiß ja keiner, wo das endet. Jack Straw überraschte heute mit seiner offenen Erklärung, der Sturz der Taliban-Regierung sei eines der Ziele der Militäroperationen in der Region. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Regierung in Afghanistan geändert wird. Wir wollen mit dem Iran und den anderen Anrainerstaaten ein Programm erarbeiten, um das Land nach dem Militärschlag in politischer, in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht wieder aufzubauen. Der reformorientierte Staatspräsident Khatami hatte mit seiner raschen Verurteilung des Terrors gegen Amerika sein Land als Gesprächspartner für den Westen qualifiziert. Und alle wissen, ein Szenario gerade für die Zeit nach dem Militärschlag in Afghanistan kann es ohne den Iran nicht geben. Saudi-Arabien hat heute seine diplomatischen Beziehungen zu dem Regime in Afghanistan abgebrochen. In der Erklärung heißt es, die Taliban benutzten das Land als Unterschlupf für Terroristen. Die Regierung in Riad betonte zugleich, sie stünde weiterhin an der Seite des afghanischen Volkes. Inzwischen sind immer mehr Staaten zu einer Unterstützung der USA bereit. Als letzte der zentralasiatischen GUS-Republiken gab Kirgisien heute den Luftraum für US-Flugzeuge frei. In Usbekistan begutachteten US-Spezialisten Flughäfen, die als Stützpunkte für mögliche Militärschläge gegen Afghanistan dienen könnten. Unterdessen führte eine EU-Delegation Gespräche in Pakistan. Zur Unterstützung der Bemühungen um eine internationale Allianz gegen den Terrorismus war heute eine Delegation der Europäischen Union in Pakistan. Dabei bemühte sich die EU deutlich zu machen, dass sich der Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht gegen die gesamte muslimische Gemeinschaft richte. Die EU-Delegation will auch Iran, Saudi-Arabien, Syrien und Ägypten besuchen. Bei einem Treffen mit Pakistans Militärmachthaber Musharraf betonten die EU-Delegationsmitglieder, Pakistan habe gezeigt, dass es unter schwierigen Umständen in der Lage sei, seine Verantwortung als Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu erfüllen. Bei einer anschließenden Pressekonferenz sagte der Leiter der EU-Delegation, der belgische Außenminister Louis Michel, die Zeit ist gekommen, um neue Strukturen aufzubauen und die Beziehungen zwischen Pakistan und der Europäischen Union zu verbessern. Die EU sagte Pakistan heute 40 Millionen Mark Soforthilfe für die afghanischen Flüchtlinge zu. Zudem warnten die Vereinten Nationen vor einer humanitären Katastrophe. Schon jetzt könnten sich in Afghanistan mehr als 5 Millionen Menschen nicht mehr ausreichend ernähren. Bei den Gesprächen mit der EU-Delegation verlangte Pakistan heute, Beweise vorzulegen für die Beteiligung von Osama bin Laden an den Terroranschlägen in New York und Washington. Zugleich sei man besorgt darüber, dass der Westen die afghanische Opposition, die sogenannte Nordallianz, unterstützen wolle. Die Nordallianz stehe Pakistan feindlich gegenüber. Die Vereinten Nationen bemühen sich, wieder Lebensmittel nach Afghanistan zu bringen. Erste Lieferungen gingen in den Norden und den Westen des Landes. Die Menschen leiden unter den Folgen der seit 3 Jahren andauernden Dürre und unter dem erbitterten Bürgerkrieg. Wir fliegen über den Grenzfluss Piamsch mit einem Helikopter der Nordallianz in ein anderes Zeitalter, in das Dorf Khatscha Bachauddin, 30 Kilometer von einer der zahllosen Fronten hier entfernt. Bis hierher haben es die Taliban
trotz heftiger Angriffe noch vor einem Jahr nicht geschafft. Hier herrschte Ahmed Shah Massoud. Heute Morgen im Zentrum Khatscha Bahauddins eine Trauerfeier für Shah Massoud. Tod den Taliban, Tod Bin Laden. Der gewählte Präsident Afghanistans, Rabbani, und der Nachfolger Massouds, Mohammad Fakhim, versuchen den Anhängern der Nordallianz neuen Mut einzuhauchen. Aber der Schock nach der Ermordung des charismatischen Massoud scheint schon überwunden. Die Nordallianz meldet auch heute wieder Erfolge. Neue russische und iranische Waffen haben ihnen Mut gemacht. Die Taliban ziehen sich, verunsichert durch die angedrohten Luftschläge der Amerikaner, die immer näher zu rücken scheinen, zurück und das an mehreren Frontbereichen. Geschützdonner von der nahegelegenen Front, immer mehr Helikopterflüge über unseren Köpfen und Erfolgsmeldungen der Nordallianz. Vielmehr können wir Journalisten hier im Norden Afghanistans nicht mit den eigenen Augen wahrnehmen. Aber die Indizien häufen sich, dass die Nordallianz um den ermordeten Shah Massoud eine zentrale Rolle spielen soll beim Feldzug gegen die Taliban. Ein Flüchtlingslager neben der Stadt Khatscha Bahauddin, 8000 Menschen in 1400 Zelten. Das letzte Mehl erhielten sie vor einem halben Jahr von einer Hilfsorganisation. In Deutschland sind bislang 13 Konten aus dem Umfeld des Extremistenführers Bin Laden gesperrt worden. Das Gesamtguthaben belaufe sich auf 2,7 Millionen Mark, teilte das Bundeswirtschaftsministerium heute mit. Inhaber der Konten seien Personen und Organisationen aus dem Umfeld Bin Ladens, den die USA als Drahtzieher der Terroranschläge verdächtigen. Bundesarbeitsminister Riester erhofft sich von dem neuen Jobaktivgesetz Entlastungen in Milliardenhöhe. Die Regelung zielt auf eine Reform der Arbeitsmarktförderung ab und setzt vor allem auf eine bessere Qualifizierung der Beschäftigten. Das Gesetz soll übermorgen in den Bundestag eingebracht werden und 2002 in Kraft treten. Für Walter Riester ist das Jobaktivgesetz ein politischer Meilenstein der Bundesregierung, ähnlich wie die Steuer- und die Rentenreform. Nach dem Grundsatz Fördern und Fordern sollen die Eingliederungschancen der Arbeitslosen deutlich erhöht werden. Wir wollen insbesondere das Hauptinstrument der Arbeitsmarktpolitik, nämlich die Vermittlung, wesentlich schneller, effizienter, zielgenauer machen. Dazu stehen ab Januar 3000 Mitarbeiter in den Arbeitsämtern zur Verfügung. Die Kosten für das neue Gesetz glaubt der Arbeitsminister durch Absenken der Arbeitslosenzahlen gegenfinanzieren zu können. Im Moment ist die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit etwa 8 Monate aller Arbeitslosigkeit, insgesamt mit den Langzeitarbeitslosen. Wenn es nur um eine Woche verkürzt werden könnte, sparen wir uns 2 Milliarden D-Mark Arbeitslosengeld. 140 Seiten umfasst der Gesetzentwurf. Neu ist zum Beispiel die Jobrotation. Wird ein Beschäftigter für Weiterbildung freigestellt, kann ein Arbeitsloser seinen Platz einnehmen. Lohnkostenzuschuss bis zu 100% kann der Betrieb dafür erhalten. Zeitarbeit wird flexibler. Bislang maximal 12 Monate. Jetzt kann ein Leiharbeiter 2 Jahre ausgeliehen werden. Opposition und Arbeitgeber stehen dem Jobaktivgesetz skeptisch gegenüber, sehen aber auch positive Ansätze. Zeitarbeit ist ein hervorragendes Mittel, um Arbeitslosigkeit abzubauen. Das zeigen uns die Erfahrungen in vielen anderen Ländern. Der Arbeitsminister ist überzeugt, mit dem neuen Gesetz die Langzeitarbeitslosigkeit effektvoll bekämpfen zu können. Vor dem Landgericht Mannheim hat heute eines der größten Wirtschaftsverfahren in Deutschland begonnen. Angeklagt sind 4 frühere Chefs der Bohrtechnikfirma Flotex. Ihnen wird bandenmäßiger und gemeinschaftlicher Betrug in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Durch Scheingeschäfte mit nicht vorhandenen Bohrsystemen soll ein Schaden in Höhe von mehr als 4 Milliarden Mark entstanden sein. Mit einer Reform des Schadenersatzrechts will die Bundesregierung die Stellung der Opfer verbessern. Justizministerin Däubler-Gmelin erläuterte heute in Berlin ihren Gesetzentwurf. Danach soll es künftig einfacher werden, Schmerzensgeld zu erhalten. Der Schädiger muss dann unabhängig von seinem Verschulden zahlen, allerdings nur bei erheblichen Verletzungen. Bei fehlerhaften Medikamenten braucht der Betroffene nicht mehr nachzuweisen, dass seine Beeinträchtigung speziell von dem Arzneimittel herrührt. Vielmehr muss der Hersteller das Gegenteil beweisen. Auch nach dem Ende der Waffensammlung in Mazedonien soll die NATO dort weiterhin vertreten sein. Das sagte NATO-Generalsekretär Robertson bei einem Besuch des Stützpunktes Erebino. Wie viele Soldaten es sein werden, erwähnte er nicht. Robertson bestätigte aber, Deutschland habe angeboten, die Truppe zu führen. Die Soldaten sollen die Beobachter schützen, die den Friedensprozess überwachen.